Willkommen zurück, liebe Gaming-Freunde, zu einer brandneuen, nervenzerfetzenden Folge Cyberpunk hier auf Trends 17 TV. Euer TV immer für euch am Mike. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, schön, dass ihr dabei seid. So, wir bei uns hier mal ans Geländer lehnen und mal schauen, was da jetzt los ist in der Kirche. Warte, bis die Kirche geöffnet hat. Ganz lieben Dank auch nochmal für die Comments und Likes auf das Projekt. So, begib dich zur Kirche. Dann wollen wir mal schauen, was hier los ist. Gebiet Sicherheit, das ist schon mal gut. Ja, Kontaktperson am Altar. Wir haben gewartet. Bist du mein Kontakt? Erfahre ich bald mal, worum es geht. Ich bin nur der Mann in der Mitte. Du erfährst mir. Bald. Scannst du mich? Checkst, ob ich alleine hier bin? Was für ein Chrom ich habe? Ist das eine Art Test? Unsere Leute kennen wir, seit sie Babys sind. Wissen, sie sind Engel. Dich kennen wir nicht. Wo ist Brigitte? Kann ich mit ihr reden? Nein. Das Einkaufszentrum an der Kreuzung. Geh zu dem Fleischer dort. Frag nach Placid. Er erklärt dir die Details. Placid, ne Lotbor, ne Gini. So, ich will noch mal eben ganz kurz schauen unter Einstellung, ob ich die Sprache noch ein bisschen Soundeffekte, Musiklautstärke, die mache ich mal ein bisschen leiser hier. Audio-Lautstärke, so, 85, das langt. Dialog-Lautstärke ist alles gut. Soundeffekte ist auch gut. Ja. Die Musik ist nämlich ein bisschen laut, finde ich. Was machst denn du? Ja, das ist besser. Was machst denn du? Ah, guck mal hier. Sehr schön. Schöner Ausblick hier. So, Night City. Eine coole Weste hier. Ja, kann ich deine Weste haben? Te conozco de alguna parte? Ja, genau. Okay. Burrito! Kann ich hier ein Burrito essen oder was? Nö. Nee. Doch, Moment. Was kostet er? Ach, der steigt darauf. Moment. Will ich mal gucken, ob man hier ein Burrito essen kann. Oh, oh, ne, mach die Wumme weg, Baby. Hier oben kann ich. Okay. Kann ich das nicht. Moment, mit zweimal klicken? Aha, okay. Wir wollen ja nicht gleich mit der. Haus ist Tür fallen. Ich suche Placid. Placid. Gary Sidla. Sieh in die Kamera. C'est vous même. Continuez. Placid. Gary là. Hinten im Laden. Okay. Riesig. Oh. Der Reliquienfunktion. Wo ist der Typ? Bist du Placid? Wo ist deine Chefin? Kannst nicht reden, wa?
Saule. An der Kapelle hieß es, ich soll mit dir reden. Mr. Hens meinte, dass ihr Söldnerarbeit für mich habt. Nicht hier. Komm mit. Wo gehen wir hin? Ein Brennpunkt der Kontroverse, eine Stadt in der Stadt. Tunnel de Jo! Hier lang. Tunnel de Villa! Hey! Da denn los? Willkommen, Pacifica. Kennst du Pacifica gut? Nicht wirklich. Ihr rollt nicht gerade den roten Teppich für die Leute von draußen aus. Sollte eine eigene Stadt werden. Boah, was ist da denn los? Edis verprassen. Ein Kreislauf. Die Konzerne füttern ihre Schafe, die spucken es wieder raus. Alles hier auf Konzernkasch gewachsen. Wie lange schießt der denn da drauf? Das muss da lange alles explodiert sein. Die Grand Imperial. Pacificas größter, hässlichster Tempel der Gier. Nie fertiggestellt. Bis letzte Woche war sie verlassen. Leer. Und jetzt? Jetzt haben sich die Animals da eingenistet. Oi. Hey, Placid! Wir gehen da unten bei, Lord! Okay, moin, Pravini, bitte. Was ist das für eine Assi-Mucke hier? Nicht mal vernünftige Musik auf hier. Eieieiei, Chiquita. Schon mit den Animals zu tun gehabt? Ja, ein paar Mal. Ihr wollt die Animals raus aus der Gym? Vernichtet? Dafür bezahlt ihr mich. Du erfährst bald alles. Ich meine, warum sind sie überhaupt hier? Abgeschnitten in Pacifica, ganz allein, ohne Verstärkung. Das ist euer Revier. Scheiße, nicht mal die Bullen patrouillieren hier. Mhm. Wollen sie euch provozieren, damit ihr was Dummes macht? Sie verlassen die Djinn nicht. Wie viele von denen hängen da rum? 30 oder mehr. Bin ich nah, wir reden hier. Setz hin. Wann treffe ich Brigitte? Du machst den Job, das kommt zuerst. Was soll das? Erst sagst du mir, was du hier abziehen willst. Du nimmst den Job, du machst, was ich sage. Verleg dich, sofort. Und wenn nicht, wartet draußen eine Horde Freiwilliger. B. Ziel gerade. Fast geschafft. War jetzt kein Scheiß. Wird schon gut gehen. Naja, wenigstens labert er dir nicht die Ohren voll. Warum schickst du nicht deine Leute zur Gym? Nicht unsere Art. Und das zahlt sich für euch aus, ja? Läuft gut. Besser als du denkst. Dein Krummschamane, ist es Victor? Was soll die Fragerei? Billiger Einschüchterungsversuch? Ich muss sicher sein, dass du den Job schaffst. Dieser Chip. Keine Signatur. Was ist das? Der Chip ist der Grund, weshalb ich mit Brigitte reden will. Kommt er dir nicht bekannt vor? Sollte er das? Ich sehe nur, dass er beschädigt ist. Kugel in den Kopf bekommen. Seitdem funktioniert er nicht mehr. Hm.
Also, bin ich würdig? Hab ich den Job? Mhm. Der Kamionett. 20:35:07. 3 Sekunden vorher. Wusch. Aber ich versuche rauszufinden, wo er herkommt. Fortschrittlicher Tech. Passt gar nicht zu diesen Matschbirnen. Sie beobachten ihn genau. Ist wichtig. Warum auch immer. Placid. Batman Kelly hat das noch gehört. Batman Butler. Die Animals stecken nicht dahinter, oder? Sie sind Schläger. Jemand anders braucht sie. Und zwar jemand mit einem Lieferwagen voll Netrunner-Tech. Und ich soll rausfinden, wer. Mhm. Fang mal ein Kamionett an. Bleib verborgen. Check nur die Situation. Jetzt bist du im Reservoir gesinkt, unsere Subnet. Warum? Wozu? Durch Agwe sehe ich, was du siehst. Höre, was du hörst. Ich werde dich durch die Gym führen. Noch eine Stimme in deinem Kopf. Da freut sich der Ripper Doc. Na super. Wer ist der Runner da drin? Was will er? Ich hoffe, du sagst mir das. Ha, du überwachst mich. Zeugt von Vertrauen. Okay, muss ich sonst noch was wissen? Triff unsere Leute an der Mall. Sie zeigen dir, wie du reinkommst. Mein Geld. Wie viel krieg ich? Und wie hole ich's mir? Hans sagte, dir geht's nicht um Cash, sondern um ein Problem. Mach die Gym und Brigitte löst dein Problem. Ja, aber ich habe gerade erfahren, dass ich als lebendige Zielscheibe losgeschickt werde. Deshalb ist mein Preis gestiegen. Mal sehen. Ich verspreche nichts. Verstanden. Wenn ich das erledige, bringst du mich zu Brigitte, richtig? Ja. Sortier am Ende des Gangs. Geh, meine Leute lassen dich durch. Naja, dann schauen wir mal. Wie? Ich höre. Was ist? Stabilitätscheck. Empfang auf deinem Link, okay? Mhm. Scheint so. Mach doch mal die Affenmusik aus hier. So. Rabatatatatatatata. Rabatabatatatata. Rabatabatatatatata. Was für ein super anspruchsvolles Lied. Rabatabatatata. Okay, er macht auch Musik hier, oder was? Hä? Könnte immer noch schlimmer sein. Was er denn da? Triff ihn mit Placides Leuten. Wie weit ist das denn? Kann ich da hinlaufen? Boah, was ist hier denn los? Brennende Autos. Habe ich ein Auto? Oder ein Moped. Freizeit dort, nicht wenn ich dich bezahle. Was sagt er? So, geht schneller. Sehr cool, die ist das so ein bisschen abgewetzt. Die ist sehr cool, den Style hier. Nicht so glatt gebügelt wie die andere Stadt. Bisschen Endzeitstimmung hier. Schon wieder ein kaputtes Auto. Ich glaub,
wir sind da. Das sind meine Leute. Red mit ihnen. Du bist wie? Nö. Ihr kennt den Weg rein? Wurde mir gesagt. Ja, Garage. Von hinten. Aber psch, leise, ja? Was Interessantes da drüben passiert? Seit wir hier sind, ist alles ruhig. Niemand rein, niemand raus? Nun ja, einmal sind sie raus für Proviant. Kannst du nicht richtig sprechen oder was, Kerl? I walk the line. Okay, da soll ich jetzt hin oder was? Betritt die Mall. Okay, das ist ja nicht weit, ne? Los jetzt, keine Zeit verschwende. Ja, bleib was mal locker. Denn? Langeweile? Oh oh. Alles klar. Dann müssen wir mal eben zu unserem. Eigentlich würde ich am liebsten hinter das Auto gehen. Dann kann ich mich am besten verstecken. Ja, wunderbar. Ich würde sagen, das war doch schon mal nicht schlecht für den Anfang. Ist da noch einer? Lederarmband? Brauche ich nicht. Ich mach dich zu meiner Mensch! Ja, mach mal! Ein Sniper ist einfach das Geilste überhaupt. Na, was habt ihr Schönes dabei? So, komm her, Baby. Komm zu Papa. Komm zu, ich verspreche, dass ich dich nicht kalt mache. Ich verspreche dir, ich mach dich kalt. So, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Quick-Hack-Komponenten nehmen wir. Nehmen wir auch. Stehen
Spatz umlegen. Das war dein Job. Passiert. Jetzt wissen sie von mir. Schnell, finde den Kamionett. Wieso ist mein Blei? Da! Noch einer? Oh, da kann ich noch nicht rein. Shit, shit. Für Konstruktion 10. Finde den Wagen in der Lobby. Genug rumgepimmelt! Schnappt ihn! Da ist noch einer. So, ich muss mich mal eben spritzen hier. Einer ist da noch. Aber der Street Creed ist ganz gut gestiegen. Kondome, die nehme ich mal mit. Vielleicht lässt Panda mich dann mal ran. Ich glaube, das ist Gesundheit hier, ne? Okay. Zwei. Wie komme ich da denn jetzt hin? Okay. Vielleicht muss ich hier hoch. Ja, da komme ich ja. Das ist ja Schwachsinn. Kann ich irgendwas machen? Hat keinen Strom. Blockiert. Kann ich nichts machen. Okay, gehen wir mit. Die Lobby ist hier nicht oben. Aha, okay. Die hat ja überhaupt keinen Stoß hier. Dein Ernst, Schwanzlutscher? Gib dir gleich mal Schwanzlutscher, mein Lieber. V
Okay. Fuck! Das ist gar nicht gut! Das sag ich dir. Schlosse voll jetzt von euch, Anfängern. So, meine Lieben, an dieser Stelle machen wir einen Cut und dann geht es in der nächsten Folge weiter hier mit der coolen Mission. Also bisher gefällt die mir ganz gut hier, wieder die neue Mission. Lasst auf jeden Fall einen Daumen da. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, ihr Lieben. Habt eine gute Zeit. Ciao, ciao.